Ja, öfter mal was Neues und genau nach der Devise ist dieses Video jetzt produziert worden. Und zwar will ich euch zwei Gefechte von Husky Games zeigen, wie er im Bollwerk unterwegs ist. Und zwar mit dem KV2 und dem UI. Also schon ein bisschen drollig, muss man sagen, wie sie hier unterwegs sind. Aber dementsprechend umso lustiger. Und ja, schauen wir uns doch mal an, was hier so passiert. Wie gesagt, es werden zwei Videos sein von dem Setup, weil einfach die Runden sehr kurz sind und dementsprechend ist der Spaß auch etwas länger. Aber ja, man kann jetzt schon mal eins sagen: Wenn der Gegner hier mit seinem Setup kommt und auf diesen Gegner hier trifft, dann haben sie ein Riesenproblem, weil da ist jeder ein One-Shot. Also jeder kann da drüben mit einem One-Shot rausgenommen werden. Und das ist natürlich das Kuriose und das Lustige. Da sieht man schon mal den Größenvergleich sehr gut zwischen KV2, der eigentlich schon riesig ist, und dem UI, der ja einfach nochmal mehr ein Monster darstellt. Sie werden jetzt hier scheinbar eine defensive Taktik spielen. Kann man machen, weil die natürlich von der Mobilität die Panzer jetzt nicht wirklich agil sind, um es mal so förmlich und nett auszudrücken. Aber scheinbar macht er hier zumindest mal so ein bisschen den Gucker und hält sein Rüssel hier raus. Die Frage, sieht er da auch was? Außer Stein. Sieht nicht so aus. Deswegen zieht er sich doch ein bisschen zurück und lässt sein Po hinten raushängen. So, jetzt ist die Frage, wo ploppen sie auf? Da drüben kommen sie schon. Er hält jetzt hier die Stellung nach vorne, aber die kommen über die andere Seite, deswegen muss er sich jetzt hier ummanövrieren. Da ist der Cromwell. Ja, genau das. Erster Hit, 750 weg. Und er ist jetzt hier im Reload. Aber halt auch im Reload. Also da muss man sagen, da tut einem der Gegner schon fast leid. Und jetzt hier der nächste Crumble. Und auch der wird einfach one-geschottet. Zwei Hits, 1500 Schaden. So leicht kann es sein. Und natürlich muss man sagen, im Tier 6 Bollwerk sind die Panzer schon hart drollig. Aber auch lustig, also ich finde die Idee, ich wäre darauf gar nicht so einfach gekommen, aber ich finde die Idee lustig. Natürlich leben die davon, dass der Gegner kommt, das darf man nicht verkennen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es unheimlich Spaß macht. Auch wenn es fies ist. Und ich werde nach diesem Gefecht, nachdem jetzt der nächste T-37, oh, nur 339 Schaden. Nachdem der nächste T-37 weg ist, werde ich das Ergebnis der Runde hier posten, beziehungsweise im Video anfügen und die zweite Runde dann nach dem Ergebnis starten. So, da ist er auch weg. Also von dem her, wie gesagt, jetzt die Ergebnisse und dann gleich die zweite Runde. Also, nun Runde 2 und diesmal der Gegner mit einem ähnlichen Setup auch wieder schnell gebaut. Hat auch einen UI dabei, aber ansonsten Cromwell T34 und 4 T37 und haben auch wieder einen Panzer mehr am Start. Also von dem her, jetzt könnte es spannender werden, weil jetzt ist natürlich der Gegner so, dass er hier dementsprechend ja einfach mit den auch unterm Strich besseren Spielern bestückt ist. Und auch noch einen Panzer mehr haben. Aber, und das darf man natürlich nicht vergessen, genauso One-Shots sind. Sind wir mal sehr gespannt, wie sie hier jetzt sich aufstellen und verteidigen wollen. Gerade diese Karte ist natürlich dafür bekannt, dass wer oben den Hügel hat, dementsprechend auch sehr große Vorteile besitzt. Und den Hügel werden sie bestimmt nicht einnehmen können. Da ist der Gegner schon locker lange drauf.
Bis dahin. Scheinen sich jetzt da praktisch hinten auf K0, zumindest er hier, sich vergraben zu wollen und die Sicht auf den Hügel zu bekommen. Da oben schon der erste Cromwell, der spottet. So, jetzt war er schon offen. Und wie erwartet, sie sind schon auf dem Hügel und werden versuchen natürlich da die Übersicht und den Vorteil in bare Münze zu verwandeln. Jetzt muss nur ihm einer vor die Flinte kommen. Auch ein bisschen Geduld spielen natürlich. So, da ist wieder was offen. Da wurde er schon das erste Mal getroffen. Wow, der war schön. T-34-85 weggemacht und das nicht wirklich eingezoomt. Natürlich war der glücklich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch das gehört dazu. So. Und der nächste. Schon mal die ersten zwei Spieler raus. Und ich wüsste jetzt ehrlicherweise gar nicht, was ich als Gegner gegen so ein Setup machen würde, das so aufgestellt ist und mich so one-shotten kann, weil man muss versuchen, sie rauszusnipern, weil mit der Schnelligkeit oder sonstiges zu überrumpeln, sobald man in den Nahkampf oder in den Close Combat kommt, hat man so oder so auch verkackt. War jetzt natürlich doof, dass der Gegner hier von den beiden Seiten oder oben schon so aus dem Spiel genommen worden ist. Ja, da ist, da gehört halt auch noch das nötige Glück dazu. Aber alter Schwede. Ne, wie gesagt, in dem Fall, wenn sie oben und unten wären, hätten sie von beiden Seiten ein bisschen angreifen können, ein bisschen taktieren können, ein bisschen, ja, einfach Nadelstiche setzen. Solange bis der Gegner ausblutet, aber obwohl sie einen Gegenspieler mehr hatten, es gelingt ihnen einfach nicht, hier Zugriff zu bekommen. Er fährt scheinbar jetzt Richtung Hügel. Und will da den letzten T-37, der dann da noch war, wegholen. Na, da war er schon fast weg. Jetzt ist der T-37 normalerweise so, dass er ihn hier die Nadelstiche geben muss, wie gesagt. Weil er hat halt einfach eine lange Reload, beziehungsweise das haben sie alle. Aber dadurch, dass sie eben schon so stark dezimiert worden sind, können sie natürlich hier das einfach nicht mehr so machen. Aber jetzt zeigt er das, wie es sinnvoll wäre, von oben einfach wirken, so lange, bis auf ihnen die Konzentration gelegen ist und dann dementsprechend sich verdünnisieren. Aber ja, jetzt war es das für ihn. Es ist einfach krass. 3 Schüsse, 2000 Schaden. Und jetzt ist nur noch der eine am Leben. Und zwar da hinten der letzte OI. Natürlich lebt dieses Setup wirklich auch von den schnellen Gegnern, wenn man hier was ähnliches gepanzertes bekommt und sonstiges mit keiner HE-Kanone, dann wird es schon schwieriger, aber gegen die Schnellen macht es bestimmt Spaß. Und ja, da ist der letzte auch noch weg und dementsprechend ist der KV-2 hier gezeigt im Bollwerk. Und ja, wer für die Leute, die auch mal Spaß haben wollen, ein bisschen trollen wollen, ist dieses Setup bestimmt genau richtig und ich wünsche euch damit viel Spaß. Bis bald, euer Alcaramba.